Hi liebe Leute, willkommen zu meinem neuen Video und zu meiner nächsten Schminkschublade, die ich heute mit euch zusammen einmal ausräumen und wieder neu einräumen werde. Ich zeige euch somit einen Teil meiner Schminksammlung und werde mal gucken, ob vielleicht das ein oder andere auch aussortiert wird. Wir sind ja bei Schublade Nummer 4 hier hinter mir und wenn ihr wissen wollt, was drin ist, dann bleibt jetzt einfach dran. Hallo, hallo. Heute kommen wir zu Schublade Nummer 4, die ich jetzt einmal komplett ausräumen werde und dann neu einräumen werde, dass sie hoffentlich am Ende etwas übersichtlicher aussieht. Mal gucken, ob ich was aussortieren werde. Und ja, ich würde sagen, wir legen los im Schnelldurchlauf. Euch jetzt schon sagen, das wird eine schwierige Schublade, also schwierig, mich zu entscheiden, ob ich was aussortiere. Ja, ihr seht meinen kleinen Schubladen-Fail, die habe ich einmal falsch zusammengebaut und kriegte sie nicht mehr auseinander, also naja, sonst wäre das hier halt weiß, ne? Aber gut, starten wir, würde ich sagen, mit den größten Paletten, die halt wieder ans Ende kommen. Das sind zwei, die ich auf jeden Fall behalten werde. Da habe ich nämlich erst aussortiert. Ich hatte davon insgesamt mal 4 Stück und jetzt sind 2 übrig geblieben. Das sind diese Essence Online exklusiven Paletten. Einmal diese hier mit so wärmeren Tönen und einmal die hier. Beide Paletten sind von der Qualität her mittel, würde ich sagen. Jetzt nicht herausragend, aber ich finde die ganz schön und ja, die behalte ich. Die Palette hier von Rival de Lubiang aus der Chocolate Lovers LE, die finde ich auch einfach total süß. Von den Farben her eigentlich ziemlich langweilig, aber irgendwie, ich weiß nicht, mag ich mich davon trennen? Bisher noch nicht. Hier habe ich noch 2 kleinere Paletten von Essence. Das war auch mal eine Limited Edition, My Little Coral. Das ist einmal die hier mit so rötlichen Tönen und einmal die My Little Copper Palette. Die hatte ich auch einmal mit im Urlaub. Ist so eine schöne Palette, also genau meine Farben, so dieses Farbschema, ja, spricht mich einfach total an und ja, die dürfen bleiben. Dann habe ich noch diese Palette hier, die habe ich mal auf dem Catrice Event damals bekommen, Instant Glam Eyeshadow Palette. Das ist so eine ja, 4er Palette, immer bestehend aus Duos und diesem großen Pinsel hier, mit dem man das theoretisch auftragen können soll. Ich finde, das funktioniert gar nicht. Also ich nehme die einzeln mit einem Pinsel aus dem Fännchen. Die ist jetzt auch von den Farben her eher unspektakulär. Ich fand sie aber damals gar nicht so schlecht. Ich würde sie gerne nochmal testen, bevor ich mich da entscheide. Die Palette hier habe ich noch nicht so lange. Das ist von Focalure, die Ever Changing Palette. Finde ich sowohl vom Packaging her als auch von den Farben her sehr, sehr schön. Ich mag die Qualität von den Focalure Paletten ganz gerne. Das ist so eine asiatische Marke. Ja, die darf auf jeden Fall bleiben. Es macht mich wahnsinnig, dass die alle so unterschiedlich groß sind oder unterschiedlich lang. Hier habe ich noch die Winter Dreamin' Palette von Essence aus einer Limited Edition. Ja, die ist eigentlich so ein bisschen ähnlich fast zu der hier, ne? Was so die Farbtöne betrifft. Ja, das ist schon, schon ein bisschen ähnlich. Ach Mann, das sind schwierige Entscheidungen, sag ich euch. Aber ich glaube, die hat noch mal mehr Töne. Trenne ich mich von der oder nicht? Also die sortiere ich jetzt erstmal wieder ein hier. Ach, was ist denn hier mit der? Ich finde das so süß mit den Herzchen, ne? Die ist echt, echt hübsch. Ich behalte sie einfach noch beide. Das entscheide ich nicht heute. So, dann habe ich hier 3 Paletten noch von MUA Makeup Academy. Die sind auch schon ganz, ganz, ganz alt. Das ist einmal die Heaven and Earth Palette. Das ist so eine
Ja, ganz neutrale ist schön, aber ich glaube, da kann ich mich jetzt mal von trennen. Das sind einfach insgesamt mir zu ähnliche Farben, die ich auch in anderen Paletten noch zigtausendmal habe. Ich glaube, die wandert jetzt mal raus. Dann habe ich noch diese beiden hier. Also ich hatte von der Marke mal mehrere Paletten. Habe das schon mal aussortiert. Das ist jetzt einmal noch die Starry Night und die Pretty Pastels Palette. Ja, die behalte ich. Eine habe ich jetzt abgegeben. Das reicht jetzt erstmal. Und dann habe ich hier noch so schmale, längliche Paletten. Einmal von MAC. Das ist die Queen Supreme Palette. Die habe ich mal zum Testen bekommen. Ich habe von MAC nicht viele. Deswegen, ups, werde ich die auf jeden Fall behalten. Ich finde die von den Farben her jetzt nicht super spektakulär, aber ich finde die ganz cool. Und ja, die werde ich auf jeden Fall nicht abgeben. Und dann habe ich hier die beiden noch von Essence. Die waren ja mal im Standardsortiment. Too Glam, To Give a Damn. Die sind an die MAC-Palette so ein bisschen angelehnt, wie ihr vielleicht sehen könnt. Die finde ich von den Farben her sehr, sehr schön. Und die Born Awesome, die ist auch von den Farben her ganz schön und die ist auch qualitativ ganz gut. Also die beiden werde ich auf jeden Fall in meiner Sammlung behalten. Dann habe ich hier noch so eine kleine Palette von NYX aus dieser The Runway Collection. Das ist eine Palette, ja, Versus nennt die sich. Um ehrlich zu sein, also die ist schon sehr, sehr, sehr alt. Ihr seht, ich hatte die erst benutzt, dann hat sie meine Mama benutzt und halt auch in einigen Fällen Hit the Pan erreicht. Ach, die ist einfach so alt. Ich glaube, das ist auch nichts mehr zum Weitergeben. Ich glaube, das ist jetzt wirklich was zum Aussortieren und Wegtun. Ja, die kommt raus aus meiner Sammlung. Dann habe ich hier drei Highlighter-Paletten zwischendurch. Eine von NYX, die Strobe of Genius. Von Essence die Disney Rapunzel-Palette. Die ist super hübsch. Und von Rival de Lubiang, die Big in Japan Limited Edition Palette. Die finde ich alle eigentlich ganz gut. Da würde ich jetzt keine von abgeben wollen. Guck mal, wie ich die hier wieder einsortiere. Das ist bei der Schublade echt so ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Mache das jetzt erstmal so. Dann habe ich hier einen Highlighter, den habe ich noch in der Umverpackung, weil ich die Umverpackung ganz schön finde. Und zwar von Becca die Farbe Lilac Geode. So sieht dann die eigentliche Packung aus. Und das ist ein wunderschöner Farbton. Ich habe insgesamt drei Becca Highlighter und die würde ich auch nicht abgeben. Die Umverpackung würde ich auch trotzdem noch weiterhin behalten. Das ist dann auch leichter, so ein bisschen einzuräumen. Ich finde immer runde Sachen ist immer so ein bisschen schwierig. Frage ist jetzt halt nur, wo? Ich mache das jetzt mal hier hin. Dann habe ich hier von Sleek auch eine Highlighter-Palette. Die nennt sich Distortion. Davon hatte ich auch mal einen Dupe von Rival de Loop. Also es sind halt so drei Farben, die ich gar nicht benutzen würde. Also blau und grün als Highlighter, nein, und dieses dunkle auch nicht. Diese beiden Farben hier, einmal Cremetextur, einmal Pudertextur. Also ich weiß nicht, wie gut das für euch rüberkommt. Es ist schon schön. Na, aber so eine ganze Palette behalten, nur für zwei Töne. Ah, schwierig, aber ich glaube, ich gebe sie weg. Dann habe ich hier noch ein Ofra-Produkt und zwar auch ein Highlighter aus der Samantha March Collection. Start Inspired nennt er sich. Sehr, sehr toll. Ofra hat mega gute Highlighter und der wird auf jeden Fall in meiner Sammlung bleiben. Dann habe ich hier noch zwei Lidschattenpaletten von Love. Die gibt es jetzt auch schon länger nicht mehr im Standardsortiment.
Die haben, glaube ich, auch nur Nummern. iVotion Nummer 700. Ah, die sind eigentlich ganz geil von der Qualität. Und haben auch ein besonderes Packaging. Und einmal Nummer 710 habe ich. Es gab davon, ich weiß gar nicht, drei oder vier verschiedene. Ja, die möchte ich beide gerne behalten. Und als letzte Lidschattenpalette in dieser Schublade habe ich hier noch von Rival de Lubiang das Fabulous Kit. Da finde ich einfach so diese Dose total schön. Der Inhalt ist okay, aber ich glaube, aufgrund des Packagings möchte ich die auf jeden Fall behalten. Ist schon so ein bisschen klapperig, muss ich zugeben, aber ich finde sie richtig, richtig hübsch. Deswegen, ja, lasse ich die bei mir. So, machen wir weiter. Ich habe hier einmal ein Bronzer- und Highlighter-Duo, auch von Focalure. Das habe ich auch relativ neu einmal benutzt, fand ich ganz okay. Das würde ich auf jeden Fall gerne noch weiter testen. Hier habe ich ein Produkt aus meinem Goodiebox Adventskalender und zwar Phase Zero nennt sich die Marke. Das ist auch ein Highlighter, der ist relativ dunkel, wie ihr sehen könnt. Da muss ich auch erstmal testen, wie ich den verwenden kann, ob ich den wirklich als Highlighter verwenden kann. Also auf der Haut kommt er nicht ganz so dunkel rüber, finde ich, wie im Fändchen. Ja, das muss ich einfach testen. Ich kenne die Marke bisher gar nicht, deswegen wird das Produkt auf jeden Fall erstmal bleiben. Dann einer meiner liebsten Bronzer von Catrice aus dem Standardsortiment, der Clean ID Mineral Bronzer. Den finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ich mag auch dieses Packaging mit diesem Haargummi hier drum. Packe ich mal hier mit drauf. Und dann habe ich auch noch diesen wunderschönen Bronzer auch von Catrice. Aus der Sunglow LE war eine ganz, ganz, ganz begehrte LE und ja, wunderschönes Packaging. Der wird auf jeden Fall bei mir bleiben. Aber auch schwierig in eine Sammlung einzuräumen, muss ich zugeben. Dann habe ich hier noch ein paar Highlighter. Einmal von Catrice, der More Than Glow Highlighter, der mir ja leider kaputt gebrochen. Ja, er kam schon kaputt an. Ich habe den neu gepresst, der funktioniert. Ich finde den wunderbar. Deswegen bleibt er auf jeden Fall auch in meiner Sammlung. Sowas würde ich auch nicht irgendwie weiter verschenken oder weitergeben. Sowas Zerbrochenes. Dann habe ich hier ein Produkt, das habe ich schon so oft hin und her geschoben von P2 aus einer LE. Das ist eigentlich ein viel zu dunkler Highlighter. Ich konnte mich bisher nicht davon trennen, weil ich dieses Packaging so schön finde. Ah ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also den Pinsel kann man sowieso gar nicht gebrauchen. Der leuchtet halt auch nicht. Also es ist kein. Könnt ihr das überhaupt sehen? Das ist kein wirklich leuchtender Highlight. Das ist so ein ganz leichtes Schimmer. Oh, aber ich liebe einfach diese Verpackung. Ich mag die nicht abgeben, weil ich auch kein anderes Produkt mit dieser Verpackung habe. Deswegen, das ist so ein Ding. Das bleibt einfach in der Schublade. So, dann habe ich von Love das Aura Glow Powder. Das ist richtig gut. Das finde ich ganz, ganz toll. Hat auch so einen schönen subtilen Glow. Eine wunderhübsche Verpackung. So richtig schön mit Glitzer. Also das werde ich auf jeden Fall behalten. Und dann habe ich hier noch von Kiko einen Highlighter aus der Frühlings-Spring 2.0 LE. Ist auch ganz schön. Ist so eine besondere Farbe oder so ein besonderer Farbmix. Behalte ich auf jeden Fall auch. Weitere Produkte von Kiko. Das sind zwei Blushes jetzt. Und zwar einmal Double Color, Lively Coral oder Lively Coral. Ich weiß leider nicht mehr, wie diese LE hieß, aber ja, Kiko-Produkte sortiere ich eigentlich auch nicht wirklich aus. Und das hier ist auch eine wunderschöne LE gewesen. Ganz, ganz toll. Das nennt sich Moon Dust Face Powder. Ja, das bleibt auf jeden Fall auch bei mir. Dann habe ich jetzt drei Lippenprodukte. Einmal Rival de Loop aus der Mad Couture Limited Edition. Die Farbe Prêt-à-Porter, das ist so ein richtig
kräftiges dunkles Rot. Trage ich ganz wenig, gebe ich zu. Ich muss sowieso mal meine ganzen Lippenprodukte aussortieren. Ich mag die an sich ganz gerne, weil die halt einen Lip Liner und einen Liquid Lipstick in einem haben. Ich würde das erstmal noch behalten wollen, denke ich. Und dann habe ich hier noch von Urban Decay zwei von den Lo-Fi Lip Mousses. Die finde ich eigentlich ganz schön. Die haben eben so eine leichte Cremetextur, aber sind relativ matt trotzdem auf den Lippen. Ja, die würde ich auf jeden Fall gerne behalten wollen. Es waren auch zwei PR-Samples, die ich damals von Urban Decay bekommen habe, aufgrund des Wettbewerbs, bei dem ich mal mitmachen durfte. Das nennt sich immer Upcomer Wettbewerb. Ja, deswegen, das hat auch Erinnerungen, deswegen bleibt das. Dann habe ich hier noch zwei Essence Blushes. Einmal aus der Silky Touch Blush Reihe, die gab es mal im Standardsortiment. Einmal aus der Blossom Dreams LE. Die würde ich wieder einsortieren. Die finde ich ganz gut. Hier habe ich so ein Lidschattenquattro von Trended Up aus einer LE, wurde mir auch mal zugeschickt. Ist an sich gar nicht so wirklich gut, aber ich liebe vor allem diese Farbe hier als Blendeton für Monolidschatten. Also dieses Quattro nehme ich gerne dazu, wenn ich nur einen Monolidschatten aus meiner Schminkschublade ziehe und damit werte ich dann quasi den Look so ein bisschen auf. Das ist super gut dafür, deswegen darf das auf jeden Fall bei mir bleiben. Apropos Monolidschatten, da habe ich hier auch einige und werde hier, glaube ich, mal ein bisschen aussortieren. Ich habe hier einen Grün P2 Galactic Beauty, ist eigentlich ein schöner Ton. Ich mag auch das Packaging, aber der ist auch so ein bisschen schwierig, weil der so ein bisschen ungleichmäßig ist. Ihr seht es vielleicht. Mochte ich nie ganz so gerne, deswegen kommt der jetzt weg. Von LCN habe ich hier einen Monolidschatten, der war mal in irgendeiner Box drin. Den finde ich voll schön vom Design her, dieser Sprinkle-Effekt. Und der ist auch ganz hübsch vom Farbton, also den würde ich auf jeden Fall gerne behalten. Den von Freedom werde ich weggeben, das ist so ein ganz klassischer Duochrom-Ton, wie ich ihn aber auch in vielen Paletten habe. Also dieses von Braun zu Grün gehende ist ganz spannend, aber ich finde den irgendwie in der Sammlung nicht so ansprechend. Deswegen kommt der jetzt raus. Den Ton hier aus der Catrice Celtica LE mag ich ganz gerne dagegen. So ein hübsches lila Mauve. Den würde ich gerne behalten. Dieses Duo hier finde ich auch ganz schön von Manhattan Intense Effect Eyeshadow namens Peach Party. Da habe ich auch schon andere aussortiert, deswegen darf der bleiben. Den werde ich dafür abgeben, auch von Manhattan aus der Yes We Doll LE. Ist ganz nett, aber kann ich mich von trennen. Den hier würde ich aber nochmal behalten von P2, der Intense Artist Pressed Pigment Lidschatten, der hat so eine ganz hübsche braune Farbe, so ein bisschen metallisch. Ja, den würde ich gerne noch behalten. Okay, also da habe ich mich doch schon mal ganz gut reduziert jetzt. Dann habe ich hier jetzt noch drei Puder. Einmal von Rival de Luxe, das Invisible Puder, das finde ich ganz gut. Dann hier fast aufgebraucht von Max Factor das Pastel Compact Powder, das finde ich sehr, sehr schön, benutze ich schon ganz, ganz lange. Und dann habe ich hier noch ein neues, loses Puder von KVD oder Kat Von D war das damals noch. Das habe ich jetzt noch nicht ausgetestet, aber die würde ich jetzt alle drei behalten. Puder ist ja ein Produkt, was man durchaus öfter aufbraucht als Lidschattenpaletten beispielsweise. Deswegen werden die auf jeden Fall alle behalten. Dann habe ich hier noch ein sehr, sehr schönes Blush von Bella Pierre. Das ist auch ein loses Puderprodukt. Das ist die Farbe Desert Rose. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber es gibt andere schöne Blushes auch von der Marke. Ja, das möchte ich auf jeden Fall gerne behalten. Und ich habe hier noch so einen ganz kleinen Bronzer. Den finde ich auch so hübsch von der Verpackung her, von So Susan, der Sun Lounger.
Sieht im ersten Moment super dunkel aus. Also wirklich super dunkel, aber es geht. Also wenn man da mit einem lockeren Pinsel reingeht, dann relativiert sich das wieder auf der Haut. Der darf auch bleiben. Dann habe ich jetzt hier noch ein Pigment, und zwar von Focalure wieder. Das Loose Pigment in der Farbe 12, Rose Gold. Wunderschön, ist eine richtig, richtig tolle Farbe. Die wird auch auf jeden Fall bleiben. Dann habe ich jetzt hier noch Primer, und zwar dreimal so eine Mini-Größe vom Benefit Professional Primer. Das ist so ein silikoniger Primer, der die Poren eben so ein bisschen ebenmäßiger machen soll. Und hier habe ich den doppelt? Ich überlege gerade, ich habe den doch irgendwie schon mal weggeräumt, oder irre ich mich? Ne, hier, seht ihr? Nee, tatsächlich. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Den hatte ich dann, glaube ich, zweimal in der Goodiebox drin. Okay, dann würde ich sagen, packe ich den hier einfach zum anderen dazu, weil wenn mir der gefällt, dann habe ich ein Backup, und wenn nicht, dann kann ich gleich beide weggeben. Und dann behalte ich hier in der Schublade jetzt nur den Professional. So, die letzten drei Produkte für diese Schublade ist einmal der Manhattan Wake-Up Concealer. Der ist fast aufgebraucht. Ich würde den mir nicht nachkaufen, habe ich euch schon mal in einem Video erzählt. Ich finde ihn nicht wirklich gut deckend. Also das ist kein empfehlenswertes Produkt. Ich habe hier einmal noch das Prime and Fine Dewy Glow Fixing Spray von Catrice, was auch fast aufgebraucht ist. Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier. Bis dahin geht es nur noch. Also das. Da werde ich auch nicht mehr lange Freude dran haben. Und das Make-up, was hier jetzt noch drin ist, ist das Trended Up Oil Free Make-up. Das gibt es leider nicht mehr im Sortiment. Habe ich mir mal im Sale gekauft, finde ich ganz gut. Ja, und damit war es das dann. Ist die Schublade jetzt einmal ein bisschen aufgeräumter. Also es gefällt mir auf jeden Fall besser als am Anfang. Ich habe jetzt hier drei Mono- bzw. Duo-Lidschatten aussortiert, sowie zwei Paletten und eine Highlighter-Palette. Ich finde das ganz gut. Also im Schnitt sortiere ich irgendwie immer so sechs Produkte aus in diesen Videos, womit ich am Anfang gar nicht gerechnet hätte. Also es läuft, würde ich sagen. Ja, dann schließe ich die Schublade jetzt wieder. Sage bei euch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.